Ja, schaut euch diese Wetterlage mal an. Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geschaut. Was ist? Schnee lag. Da habe ich an meine Pflanzen gedacht. Es müssen noch ein paar Pflanzen oder Gemüse muss noch bei mir aus dem Boden raus. Und da habe ich gedacht, oh nein, oh nein. Und das schneit immer wieder nach. Naja, das Wetter ist halt ein bisschen doof. Ist egal. Ich bin jetzt dabei die ganze Zeit. Meine Senfpflanzen, die kann man als Saatgut benutzen hier oder als Gründünger. Ich hätte sie jetzt auch hier stehen lassen können und hätte sie, ich sag mal, unterflügen können oder untergruppern können oder mit einem Spaten unterflügen können. Ist völlig wurscht. Ich möchte aber die Samenkörnchen, die sind sowas von würzig, also das ist der Wahnsinn. Und ich habe sie nur angebaut als Probe. Moment, ich zeige euch das mal ganz vorsichtig. Hier. Und ich habe schon etliche probiert. Also der Geschmack ist verdammt salzig und senfrig. So schmeck ich's raus und ich finde es mega. Und allgemein die ganze Pflanze hätte man jetzt als Gründünger stehen lassen können. Und hätte man den ganzen Acker voll mit Gründünger. Gut für den Boden, aber ich möchte es gerne als Gewürz und als Saatgut haben. Deswegen stecke ich erst ganz vorsichtig in so einen Plastikbeutel, dass mir die kleinen Samenkügelchen hier nicht abhauen. Und ich möchte diese kleinen Bohnen, die hier dran sind, später vorsichtig abschneiden. Und dann möchte ich es vorsichtig über meinen Ofen trocknen. Ich habe aber auch voll nicht mitgerechnet, dass das schneien tut. Ich habe mit ein bisschen Regen habe ich mitgerechnet, aber sowas habe ich vollkommen nicht eingeplant. Schaut euch mal meinen Spargel an, den hat es richtig umgehauen. Bei meinen Paprikas, da bin ich auch schon fleißig dabei, die teilweise schon rauszureißen. Und ich habe wirklich, wirklich ein verdammt erfolgreiches Jahr. Also so viel Paprika geerntet habe ich schon lange nicht mehr. Und ich bereue das nicht ein Stück, dieses geile Hochbeet zu bauen oder gebaut zu haben. Also ich bin einfach nur stolz. So, alles von meinen Senfpflanzen kriege ich hier nicht mehr raus. Der Schnee hat mir leider Gottes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber der Rest kann stehen bleiben oder da bleiben. Das ist mir wurscht. Das wird eine gute Ausbeute. Viele kleine Böhnchen sind schon trocken geworden und jetzt kommt halt die Nässe von oben. Das ist nicht so schön. So, und ich habe hier schon mal eine Kiste vorbereitet. Das ist nicht das Einzige, was ich jetzt noch fix ernten will, bevor der ganze Schnee noch weitergeht. Ich will meine ganzen Zwiebeln raus haben. Alle. Ist völlig egal, wie die aussehen. Ich möchte sie raus haben vor der Frost. Möchte ich jetzt überhaupt nicht. Ich versuche sie jetzt so weit wie möglich rauszukriegen, was ich jetzt sehe. Alle Zwiebeln werde ich hier leider nicht kriegen durch den Schnee, weil ich habe leider keine Röntgenaugen. So, zu zweit arbeiten macht mehr Spaß und geht schneller. Die Erde ist sowas von eigentlich weich und fluffig, aber durch den Schnee ist es richtig matschig. So, ich möchte euch noch mal einmal meine Paprika zeigen. Ich hoffe, der Frost kommt mir jetzt nicht um die Ecke und haut mir die ganzen Paprikas jetzt um die Ohren. Weil, schaut euch das mal an, wie viele hier noch dran hängen. Und ich möchte sie eigentlich gerne noch rot bekommen. Und das ist Spitzpaprika. Hier ist noch in der Ecke Snackpaprika. Hier hinten ist auch noch mal Spitzpaprika. Also etliche hier hinten habe ich schon rausgerissen. Hier hinten. Aber diese Ecke hängt noch ordentlich voll mit Paprika. In den nächsten Tagen werde ich das auch definitiv rausreißen, dass dann auch mal Ruhe ist, dass ich dann meine Hochbeet hier auch neu auffüllen kann und nochmal auffrischen kann. Aber da nehme ich euch definitiv auch nochmal mit. Ich hoffe, bis dahin schneit das nicht noch mehr als wie es jetzt ist, weil dann kann ich das mit der Erde hier auch schon wieder vergessen. Ja, eigentlich ist Herbst, also die Wetterlage spielt Jahr für Jahr
ein Streich. Erst ist die Hitze so doll dieses Jahr. Jetzt kommt der Winter auch noch so schnell und so früh. Ich kann es partout immer noch nicht ganz verstehen. Aber ich zeige euch mal meine Zwiebeln. Das sind einmal rote. Mir ist das jetzt völlig wurscht, dass sie nur so langgezogen sind. Das ist egal. Ich will sie bis hierhin haben. Und wenn es funktioniert, den Lauch benutze ich noch. Das Rest werde ich alles als getrocknete Zwiebeln benutzen. Eigentlich wollte ich sie die nächsten Tage rausholen. Vorsichtig und nicht so hauruck, so wie jetzt, so wie ich es euch gezeigt habe. Der Boden ist sowas von weich, also man muss aufpassen, dass man unter der Schuhe keine Hackenschuhe hat, dass man nur noch so nach oben geht. Ne? Also das ist echt amüsant. Ich habe jetzt meine Zwiebeln raus, eher gesagt, mehr Pori ist das geworden hier und keine Knolle. Aber das ist wurscht. Das ist sowas von wurscht. So. Dann habe ich hier vorne noch, und dann Schnee bedeckt ist das hier. Den juckt das nicht, das ist ja ein Knollengewächs. Und das wächst immer nach unten und nicht nach oben. Daher macht das jetzt nicht so viel aus, dass jetzt von oben Schnee gekommen ist. Aber Frost sollte jetzt nicht noch kommen, dann kann ich alle Morüben sofort schnell rausholen und dann ist es auch Matschepampe. Schade um meine Morüben, dass die jetzt von oben Schnee bekommen haben und platt liegen. Ich hoffe, sie erholen sich hier noch ein bisschen, weil es liegt ganz schön platt. Ein bisschen habe ich hier schon geerntet. Die ganze Ecke fehlt hier schon. Da habe ich schon leckere Möhrensalat draus gemacht oder kleine eingelegte Morüben habe ich gemacht mit Zucker. Oh, lecker, 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 lecker. Diese ganz kleinen Morüben, ein bisschen geputzt und habe sie einfach in Zucker und dann von Computer, wenn man gerade Videos schneiden tut, spachtelt man die ganze Zeit. Das ist richtig toll. Und dann würde ich sagen, weiter geht's am nächsten Hochbeet. Da muss ich jetzt noch mehr rausholen. Hab fix mein Köpfchen hier vergessen. Wo ich jetzt bin, das ist mein Lieblingshochbeet und ich möchte dringend meinen Knollensellerie hier rausbekommen. So, den werde ich jetzt mal fix ernten und da bin ich auch mal sehr gespannt. Auch wenn jetzt Schnee liegt, ist ein bisschen deprimierend, aber ich hole ihn trotzdem jetzt raus und ich werde schauen, wie groß der geworden ist. Oh ja, schaut mal selber. Das ist mein allererstes Mal Knollensellerie angebaut. Kann man nicht meckern. Ich habe immer Stangensellerie immer gemacht. Gut, das ist wieder viel zu klein. Viel zu klein. Auch viel zu klein. Ach Mann. Oh, hier habe ich einen etwas größeren wieder. So. Ich zeige euch den mal vernünftig. Ich komme mal rum. So, für das erste Mal, gut, hätte größer sein können. Ist mir auch klar. Hätte auch größer sein können. Die Erde bleibt aber bitte hier. So, viel zu klein. Auch viel zu klein. Auch viel zu klein. Ist vier. Hier ist wieder ein etwas größerer. Finde ich super. Viel zu klein. Auch viel zu klein und auch keine Knollen entwickelt. Hier geht es einigermaßen. Hier auch keine wirkliche Knolle. Und der hat auch eine Knolle. Also, ja, ich würde mal sagen, ich habe drei vernünftige Knollensellerie und der Rest ist eigentlich alles, ja, Müll. Aber ich werde ihm trotzdem ein bisschen putzen hier. Ein bisschen putzen, sauber machen, abschneiden. Und das kommt dann alles in den Gefrierschrank. Und das wird nicht weggeschmissen. So, hier bin ich jetzt fertig mit Ernten. Hier sind jetzt nur noch mein Stangensellerie drin. Und meine Schwarzwurzeln sind jetzt hier noch drin. Ja, Stangensellerie, den hole ich jetzt stückweise raus. Der ist jetzt größtenteils nur für meine Gewürze gedacht und für meine Meerschweine, weil die lieben Stangensellerie sowas von gerne. Ja, und nur noch meine Schwarzwurzeln. Die mögen aber
Winter, also sind zum Teil winterhart, weil das ist auch ein Knollengewächs, was nach unten geht. Den juckt das nicht. Also so ist meine Erfahrung jedes Jahr. Ich baue jedes Jahr Schwarzwurzeln an, nicht in Massen, so dass es für ein Essen reicht. So, ich werde jetzt weiter marschieren. Mal gucken, was sich noch schnell vor der Schnee noch alles kommt. Bei meinem Gewächshaus, guckt euch das mal an. Oh, das ist sowas von traurig. Nein, 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 nein. Zum Heulen ist das. Also dieser Schnee, der kotzt mich jetzt schon an. Das sind meine Blüten von meiner Mohrrübe, also meine lilane Mohrrübe. Und die habe ich mit Absicht stehen lassen, weil ich sie nächstes Jahr gerne in Blüte gehen lassen möchte, weil ich Saatgut beziehen tue. Ich habe nur, wenn es hochkommt, vielleicht 6 bis 10 Mohrrüben habe ich geerntet hier. Rest soll eigentlich alles in Blüte gehen nächstes Jahr, hoffe ich zumindest. Und hier steht jetzt noch Porree drin, aber der hat noch verdammt viel, viel, viel Zeit, bis der reif ist. Das ist jetzt auch wurscht, um den soll es jetzt auch nicht gehen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wenn der Schnee auf so eine schöne Blüte einprasselt und es liegt alles runter. So, und jetzt möchte ich schnell mal meine Physalis den Rest runterschneiden und abernten. Da werde ich mir jetzt mal fix eine Schere holen. Na Gott sei Dank habe ich noch Stecklinge gezogen, aber jetzt werde ich sie mal alle abschneiden und das, was jetzt noch reif geworden ist, werde ich noch fix essen und was nicht ist, geht in meinen Komposthaufen. Ist halt doof, hier kommt, es wird so oder so nicht mehr reif, weil es viel zu kalt ist. Ich hole fix Schere und dann schneide ich es runter. So, meine Lieben. Jetzt geht's im Gewächshaus weiter. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem recht gut erkennen. Es liegt ein bisschen viel oben auf dem Dach drauf von Schnee, aber macht nichts. Hier geht's jetzt weiter. Bei meinem anderes Video beim Runterschneiden verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Da habe ich euch erzählt, ich werde die mexikanische Mini-Gurken, beide Sorten sind das hier. Ach, beide Pflanzen. beide Pflanzen. Werde ich eine Chance geben, dass sie noch weiter wachsen können. Und auch diese Salatgurke, schaut selber, da kommt nichts mehr. Die werde ich jetzt rausreißen. Die mexikanische Mini-Gurke, die ist auch fertig auf Mappe. Hier will gar nichts mehr kommen. Die will auch gar nicht größer werden. Ihr könnt ja mal hier mal gucken. Ich habe gefühlt 10, 15 kleine Mini-Gurken geerntet. Hier ist auch noch eine. Dazu habe ich ja schon mal was gesagt. Also dieser Anbau für diese kleine Mini-Sorte, es ist wirklich als Spaßfaktor und als Mini-Snack. Aber für mich dient sie nur als Probe, weil ich sowas noch nie hatte. Nächstes Jahr und die anderen Jahre werde ich es nicht mehr anbauen. Ich werde sie dann nur noch als Spaß, eine Freude anzubauen, weil das ist keine gewöhnliche Gurke. Die ist ungefähr so klein. Und ja, und satt wird man auch nicht. Ich werde jetzt die fix rausreißen, alle drei. Irgendwann muss auch mal Feierabend sein, denn möchte ich euch gerne mal was zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich habe hier ein Experiment für mich selber. Einen Salatkopf habe ich mir gekauft mit Wurzel. Da ist einmal der braune Lollo Rosso, der grüne und einmal Blattsalat ist bei. Ist eine komplette Knolle mit Wurzel, habe ich hier eingepflanzt. Ich möchte wissen, ob mein Gewächshaus so gut den Frost und den Schnee und die Kälte standhält, dass ich, mal angenommen, Mohrrüben oder irgendwas, was ich im Winter anbauen kann, dass ich es hier ernten kann. Das ist so jetzt mein Experiment. Ne, das wollte ich euch mal kurz mal zeigen. Temperatur
Gut, jetzt ist Tür auf, Temperatur sind gerade 13 Grad sind es gerade und Luftfeuchtigkeit sind das 72. Die Bodentemperatur kann ich leider nicht mehr messen. Bei mir sind die Batterien leider leer, ist aber nicht schlimm. Das ist hier der Bodentemperaturmesser. Das ist, hoppala, zeige ich euch mal. Das ist einfach nur so ein kleines bisschen Metall ist das. Das stecke ich immer kurz, wenn meine ganzen Tomaten hier im Boden kommen, stecke ich das ein, zwei Tage vorher im Boden rein, prüfe, ob der Boden schon einigermaßen warm geworden ist oder trotzdem so geblieben ist. Ich reiß jetzt raus und dann möchte ich mein Gewächshaus einmal umgraben, mein Wassersystem nachgucken, säubern, ob ich es heute schaffe. Ansonsten sehen wir uns morgen in aller Frische hier wieder, weil es ja auch schnell dunkel wird. Und ihr seht mich, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Ich reiße sie jetzt trotzdem schnell raus. Irgendwann steht auch schon bald die nächste Saison vor die Tür, wo wieder heißt Tomaten vorziehen und alles Mögliche. Oh, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alter, schaut euch das mal an. Schaut euch mal dieses Wurzelwerk an. Das ist ja der Wahnsinn. Wow, nicht schlecht. Das Band werde ich hier ganz normal wieder nach oben wickeln. Ob ich es so benutzen werde wie nächstes Jahr, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ich werde noch etliche Haken noch dazu holen und noch mehr hochbinden können. So, natürlich möchte ich meine Salatgurke nicht verschwenden, auch wenn da nichts Dickes dran geworden ist. Sie ist ziemlich, ja, schrumpelig geworden. So. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen auf meinen kleinen Mini-Salat hier. So, da werde ich jetzt das ganze Wassersystem einfach so, wie es jetzt ist, zusammengebaut lassen. Das lege ich jetzt so unten auf den Boden hin, vernünftig. So, ich habe mir jetzt schnell mal Licht besorgt, weil man sieht ja hier wirklich gar nichts mehr. Ich lege jetzt die Schläuche erstmal wieder gerade hin, weil ich einmal das Wassersystem anmachen möchte und einmal testen möchte, ob hier überhaupt noch Wasser durchkommt. Ansonsten werde ich das nach oben packen, wenn es funktioniert. Und danach werde ich das Wassersystem einmal spülen, zumindest sauber machen. Und dann will ich den Boden hier komplett bearbeiten, weil sonst schaffe ich das gar nicht mehr. Da kommt der Frost schon und alles. Also, was ich nur jedenfalls sagen kann, mein Fazit für das Wassersystem war mega. Mega, mega, mega. Also ich habe mich eher mit dem Wasser wenig drum gekümmert. Gut, die Trockenheit war echt heftig, musste meine Regentonnen ständig wieder nachfüllen, dass das Wassersystem nicht trocken läuft. Aber ansonsten musste ich mich so gut wie gar nicht drum kümmern. Ich hatte saftige, große Tomaten gehabt, konnte mega viel einkochen. Und das habe ich noch nie gehabt, dass ich so viel einkochen konnte. Alle anderen Jahre habe ich so wenig Tomaten, dass es das Einkaufen gar nicht gelohnt hat. Ja, und jetzt habe ich dieses schöne große Gewächshaus und man kann richtig tolle Tomaten anbauen. Richtig tolle. Ja, ob ich nächstes Jahr hier Gurken wieder anbaue, das bezweifle ich. Ich würde gerne viel mehr Tomaten hier anbauen. Vielleicht ein, zwei Salatgurken, ansonsten gar nicht. Tomaten sind mir eher wichtiger. Man kann leckere Tomatensauce, passierte Tomaten, Lecho mit Tomaten. Es gibt so viel mit Tomaten, das ist Wahnsinn. Ich gucke jetzt nach das Wassersystem. Ansonsten geht das morgen an diesen gleichen Punkt weiter, wenn das zu dunkel jetzt ist. Macht das keinen Sinn. Breche ich das jetzt ab und wir sehen uns morgen wieder. So, mal schauen. Also laufen tut er schon mal. Also Wasser kommt hier. Also hier hinten bei den einen läuft das dermaßen schon. Aber alle anderen läuft das hier nicht. So, ich habe mir das schon gedacht, dass es nicht richtig funktioniert. Ist aber nicht schlimm. Ich werde das jetzt ausstecken.
Und die beiden dicken Schläuche hier, die sind so dermaßen verstopft. Werde ich jetzt abmachen, Wasser rauslaufen lassen. Oh ja, das ist aber richtig verdreckt. So, und einmal nach draußen gehen und einmal mir die ganz kleine Pumpe mir mal schnappen. Ja, schaut selber, das ist echt dunkel geworden. So, da habe ich sie. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. So. So, ich habe mir jetzt den Schlauch von draußen geholt. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der ist richtig krass verdreckt. Die kleine Mini-Pumpe hier, die habe ich jetzt erstmal hier hingehangen. Die muss natürlich auch sauber gemacht werden, ist keine Frage. Ja, wenn der große Schlauch schon so krass verdreckt ist, ja, dann werde ich das ganze Wassersystem leider Gottes mit heißes Wasser durchspülen lassen, weil sonst geht das hier nicht anders. Ich muss die kleinen Düsen hier vorne abmachen, zeige ich euch mal. Diese kleinen Düsen hier, die muss ich alle abmachen, ringsherum alle abmachen, aber das werde ich morgen machen. Jetzt sieht man ja wirklich partout gar nichts mehr, auch ob ich die Lampe jetzt anhabe hier oder nicht, man sieht wirklich gar nichts mehr. Und wenn ihr was seht, dann höchst nur mein Schatten und mein Gesicht ist halb schwarz. Macht keinen Sinn, wir sehen uns morgen wieder und dann geht's genau hier weiter. Ich habe euch ja gezeigt, wie ich meine kleine Pumpe und den Schlauch alles entfernt habe. Aus meinem Ringtonner habe ich das alles rausgeholt. Und dass ich meine schwarze Leitung für meine Pflanzen gespült bekomme. Und auch diese Tropfeinheiten, Moment, zeige ich euch mal. Diese Tropfeinheit abkriege, weil ich habe es schon versucht mal. Da ist mir aber, Moment, mir vorne die ganzen Nippis abgebrochen, weil der Schlauch so hart ist. Deswegen versuche ich den jetzt ein bisschen durch heißes Wasser oder warmes Wasser. Habe ich durch den Wasserkocher ein bisschen warm bekommen, das Wasser. Die kleine Pumpe muss aber auch unten bleiben. Da werde ich mir jetzt Unterlegscheiben benutzen. Und die da einfach rauf ein bisschen zu beschweren. Und dass sie unten bleibt. So, dann versuche ich jetzt mal. Oh ja, und das läuft. Es läuft. Könnt ihr hier sehen? Und das mache ich jetzt so lange, bis überall Wasser kommt. So, ich bin jetzt bei der anderen Seite dabei. Und mir ist wieder ein Nippi abgebrochen. Oder eher gesagt, zwei Stück schon. Muss ich nachbestellen. Ist halt doof. Ich versuche sie jetzt, die Leitung komplett geschmeidig wieder zu machen, durchzuspülen mit warmes Wasser, nur nicht heißes. Und dann versuche ich, die Leitung in der Zeit, wo die kleine Pumpe pumpt, sie hochzulegen. Dann kommt kein Wasser mehr raus. Und so bleibt das dann, bis ich die Pflanzen neu wieder bepflanze hier in meinem Gewächshaus. Und so gucke ich die ganze Zeit durch. Hier kommt auch Wasser. Hier auch. Und dann versuche ich sie abzumachen, was mir eigentlich nicht immer gelingt. Oh. Und hier kommt auch Wasser. Da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen, wie ich das mit den Schläuchen am besten mache. Aber so ist es erstmal okay. Hier kommt jetzt auch Wasser. Und der Schlauch ist echt hart, weil die Nacht hat das richtig doll geschneit und nochmal ordentlich gefroren obendrauf. Ich musste heute Morgen erstmal nach meine Fische gucken, ob die nicht krass eingefroren sind. Ja, und ist es aber nicht. Ich muss unbedingt zügig den Eisbefreier auf meinen Teich noch raufkriegen, dass ich keine Lutscheisfische habe oder Eis am Stiel Fische habe.
Ich möchte lange, lange, lange was von meinen Fischen haben. Aber dass der Schnee und Frost so schnell kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Weil hätte ich das gedacht, dass es so schnell kommt, dann hätte ich mein Gemüse alles viel früher rausgeholt. Aber hier kommt noch gar nichts. Ach, hier. Ah, und passiert. Abgebrochen wieder. Ah. Das ist ärgerlich. Na, kommt hier was? Hallo? Jetzt. Den Eimer mit heißes Wasser oder warmes Wasser habe ich ein paar Schläuche hier hingepackt, dass das Wasser immer wieder in den Kreislauf wieder reinlaufen tut, zu 20-30%. Rest läuft natürlich im Boden rein, ist ja logisch. So. Den hänge ich jetzt auch wieder hin. Super. Hat ja doch recht gut funktioniert. Ich hoffe, die Anschlüsse, die ich jetzt hier so gebastelt habe, die Anschlüsse, ich hoffe, ich kriege das nächstes Jahr mit meinen Tomaten wieder so hin, dass ich jetzt hier nicht nochmal neu schneiden muss und neu ranhämmern muss. So, jetzt verbinde ich wieder alles. Und dann werde ich nochmal mit, weil das Wasser ist hier ein bisschen kalt geworden schon wieder, nochmal mit warmes Wasser die Leitung spülen. Und dann werde ich die weißen Schläuche hier, die dicken, die werde ich komplett abbauen. Meine Pumpe baue ich ab, die kommt hier hin, hänge ich hier hin, habe ich schon mal gereinigt und werde ich nochmal nebenbei spülen. So, heißes Wasser habe ich jetzt reingemacht. Also ich habe es nicht zu doll aufkochen lassen. Ich habe auch vorher kaltes Wasser drin. So, und jetzt spüle ich noch einmal und dann ist Schluss. Oh, es funktioniert. So, das war's. Jetzt werde ich schnell mal das alles abbauen. Und ich finde das Wassersystem total klasse mit einer kleinen Schublade hier. Kann ich das aufbewahren? So. Und der Schlauch hat es echt nötig. Oh, der Dreck hat sich schön gelöst hier drin. Super. So. Das nehme ich jetzt mit und das will ich reinigen. Du kommst jetzt auch raus hier. So, ich bin hier fertig mit der Arbeit. So, hier habe ich jetzt meine Kakaoschalen. Geraspelt sind die schon. Und das werde ich jetzt großzügig als Dünger hier verteilen. Nichts anderes werde ich hier tun. Ach, guckt euch das mal an. Ist eine Hornisse? Nee, eine Wespe ist das. Eine Erdwespe. Die kam gerade an der Oberfläche. Entweder die macht Winterschlaf oder wollte sich gerade im Boden eingraben. Ja, aber hier hat sie jetzt schlechte Karten, würde ich sagen. Ich setz dich mal hier hin. Diese Kakaobohnen, was ich hier habe, ist super Düngerersatz, biologisch abbaubar, ist super Zeug. So, ich denke mal, das reicht. So.
So, dann fange ich mal hier an, lieber. So, umgegraben ist es jetzt. Also jetzt kann man mal richtig gut sehen, wo richtig viel Wasser hingekommen ist durch mein Wassersystem und wo nicht so viel Wasser hingekommen ist. Also genau ab dieser Ecke ging es los. Ab dies ist furztrocken, aber richtig furztrocken. Und ab dieser Linie einmal rum ist alles feucht. So, das kann jetzt so bleiben bis nächstes Jahr und ich werde euch jetzt noch schnell fix zeigen, was ich so Leckeres aus die ganz kleinen Sellerieknollen machen kann für den Winter. Super wichtig für die Suppen sowieso. So, ich habe hier schon mal angefangen mit meinem Knollensellerie. Der sieht dann ungefähr so aus wie Kohlrabi nachhinein. Drei Stück konnte ich nur rauskriegen, das sind die kleineren. Und der Rest, so wie hier, ist total holzig, es macht keinen Sinn, ist halt ärgerlich. Und jetzt habe ich den nächsten Kandidat hier an Wickel. Der wird mit höchstwahrscheinlich auch holzig sein. Ja, ach. So ein Mist aber auch. Viel zu lange im Boden. So, mein letzter großer. So, fertig ist er. Ich habe ihn ringsherum abgeschnitten, nur nicht geschält. Ich habe ihn ringsherum abgeschnitten. Ganz einfach. Und das Rest geht leider Gottes auf den Kompasshaufen. Guckt euch das mal an. Da ist sogar ein Loch in drinnen. Das ist heftig. Ach man. Rest ist alles holzig. So, mit den Sellerie-Schneiden bin ich jetzt fertig. Diese Stücken sind wesentlich kleiner, weil ich diese Charge hier zu Pulver machen möchte. Und diese Charge, das sind große Stücken, die möchte ich gerne in Soßen, Suppen, Hühnchensuppe oder Hühnerfrikassee, was weiß der Geier, wenn man sie reinmacht, getrocknet, entfaltet sich das Aroma, ist super haltbar zu machen für den Winter. Mehr kann man nicht tun. Auf die Schnelle wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt mit dieser bisschen Sellerie machen würde, außer einfrieren. Aber ich möchte es als Gewürzmischung haben für meine Gläser, weil ich liebe Gewürze. Selber herzustellen ist das Geilste auf der Welt. Und was will man mehr? Ja, und jetzt kommt noch die Zwiebeln dran und die möchte ich natürlich auch trocknen. So, ich habe jetzt die Zwiebel, also das ist mehr Lauch, aber das ist Wurst, habe ich vorne und hinten abgeschnitten, so dass ich den Lauch getrennt halte und die Wurzel auch. Einmal ein bisschen säubern und dann schneide ich sie in großzügige Scheiben. Moment, muss ich mal meine Finger mal sauber machen hier. Und das werde ich dann auch zu Pulver machen. Die rote Zwiebel, die sieht aus wie Rhabarber. Bin ja mal gespannt, wenn das getrocknet ist. So, meine Lauchzwiebeln oder zumindest Zwiebeln, die immer Zwiebeln gewesen sind, möchte ich jetzt trocknen. Und das kommt dann auch in die Gläser. Ganz gewöhnliches Glas. Einfach hier so ein normales kleines Glas werde ich das alles abfüllen. Auch mein Knollensellerie in den Würfeln kommt auch luftig abgeschlossen in so ein Glas. Hält länger
und man hat viel mehr von den Sachen für den Winter. Zum Beispiel im Winter isst man ja sowieso viel mehr Suppen. So, und den Lauch, das werde ich haargenau das gleiche machen. Ich picke mir jetzt die besten hier raus, die ich jetzt hier habe. Und das schneide ich dann auch und mache dann Lauchzwiebeln draus. Das ist haargenau das gleiche, das werde ich dann auch trocknen. Und nebenbei ist das ja schon fleißig am Trocknen. Zeige ich euch mal, Moment. Hier, der Knollensellerie, der ist schon gut trocken ist der hier schon. Ein bisschen braucht er noch. Und den fülle ich ganz gewöhnlich in die Gläser ab. Anderen Verwendungszweck habe ich jetzt nicht, außer einen Gefrierschrank. Ich finde, so lebt man besser, als das alles wegzuschmeißen und trotzdem für die Gewürze. Finde ich super. Das kann hier weiter auf dem Ofen bleiben. Ja, nebenbei werde ich meine Lauchzwiebeln schneiden, auch trocknen, auch Pulver machen oder in ganzen Stücken lassen. Aufregendes Wintervideo war es jetzt alles. Mir hat es ein bisschen genervt. An den Händen war es kalt. Aber ich habe meine ganzen Gemüsesachen alle raus. Fast alle, außer meine Mohrrüben. Aber die können noch ein bisschen. Rote Beete werde ich noch nebenbei ein bisschen einkochen. Aber für das jetzt, für dieses Video, ist es jetzt alles gewesen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt. Ich habe definitiv meinen Spaß. Ich hätte heulen können. Ich sag jetzt tschüss, meine Lieben. Wir sehen uns bei nächstes weiteres Video wieder. Euer Selbstversorger Sandro. Tschüss.